Hallo zusammen, das ist der Bastkraft Mecke. Heute sind wir miteinander im Eittal, fast ein Land unterwegs. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ha! So, ich muss schauen, dass ich da abrutsche. Ah, das ist gut, das ist übrig. Ja. Ja, die einen von euch werden gemerkt haben, dass der Mecke nicht da ist, weil der Jura so ein super tolles Buschkraftergebiet ist. Wir sind wegen dem da. Unter dem Wasserfall. So, wir haben hier so eine schöne Leitplanke und kämpfen jetzt uns zu dem Höhlensystem. Oh. Oh. Ja, wir stehen jetzt vor dem sagenumworbenen Bärenloch. Es ist leider vergittert. In den 60er und 70er Jahren haben hier archäologische Ausgrabungen stattgefunden. Da sieht man auch gut so eine Schiene. Da ist wirklich noch alles drin. Ein riesiges Museum. Ja, wir gehen jetzt weiter. Ja, weil wir bei uns auch die ein oder anderen Freunde von der einheimischen Fauna haben, gehen wir jetzt schnell die Teichli anschauen und schauen, ob wir einen Lurch finden. Sieht geil aus, wie sich das spiegelt. Super cool. Wenn wir da hineinschauen, sieht man den ein oder anderen Lurch im Frühstadium. Gehen wir weiter. Das ist da nicht die einsamste Gegend. Es ist Sonntag, aber normalerweise hat es da viele Leute, aber es ist jetzt um den Mittag und der richtige Schweizer hockt am Mittag um 12 Uhr bei Mutti am Tisch bei Hörtöpfelstock und Braten. So, da haben wir schon das Objekt unserer Begierde. Ja, wir stehen da vor dieser berüchtigten Bruderloch-Höhe. Da haben sie da neu überall die Naturschutzgebiet-Tafeln aufgestellt, also nichts mit Buschkraften. Gehen wir mal schauen, was uns erwartet. Ha! Ja, wir stehen hier im Eingangsbereich dieser Höhle. Man hat gesehen, da hat Stroh am Boden. Es ist früher ab und zu da übernachtet worden und dann hat das auch Halbschlemi das Feuer gemacht. Und dann hat es oben durch die ganze Höhle mit Rauch gefüllt. Gehen wir mal rein. So, da stehen wir schon von den Leitern. Die führt dann in die Höhle selber. Schön. Und da hinten würden wir zum Höhlenbach kommen, also wir kommen sogar zum Höhlenbach. So, dann begegnen wir dann nochmal auf unserer Reise durch die Höhle. Schön, ne? Schauen wir mal. Prächtig. Er ist schon der Eingangsbereich. Hier nebenzu führt noch ein kleiner Abzweiger weg. Aber der verläuft sich da. Kommen wir wieder raus. Dann blickt hier auf den Höhlenwasserfall. Also, los geht's! So, wir sind jetzt hier vom Eingang hochgekommen. In den ersten Gang. Das schaffst du auch noch im Sonntagsgewändli. Ja, es ist eine ehemalige fossile Wasserhöhle. Da schon die ersten wunderschönen Gesteinsformationen. Da geht die Höhle weiter. Wir haben da überall seitlich so enge Röhren weg, wo man nicht unbedingt rein muss. Wir sind jetzt hier bei dem Verzweiger. Da hinten geht eine kleine Röhre weg, die unpassierbar ist. Und da trennt sich die Weizen vom Spreu. Bis dahin kommt meistens noch jeder mit und da fängt die Höhle an. Jetzt ist es schon ein bisschen enger. Es ist noch nicht ganz wie ein Gewürm. Aber wir kommen schon langsam in den Modus. Die einen haben wahrscheinlich jetzt schon Platzangst. Wirklich schöner Abschnitt. Schön kriechend. Vielleicht kann man ein bisschen. Ja, nein, Huren geht nicht. Also man muss also schon kriechen wie ein Gewürm. Da haben wir hier die ersten Kondenswassertümpel. Vorne jetzt die berüchtigte Engstelle. Als ich das erste Mal da war, habe ich fast Zustände bekommen. Jetzt lache ich darüber. Aber also, die Felsen kratzt dann schon am Rücken. Also müsst ihr nicht meinen, das sei so easy. Ja, für alle Freunde von klaustrophobischen Zuständen müssen wir jetzt das festhalten, dass sich der Mecke da durchzweigt. Jeder Rutsch. Jeder Stein wird sicher eine Festklemme bedeuten.
So, jetzt mal schauen, ob wir das im direkten Schluff besser überbringen. Also ihr seht hier, der Abstand ist nicht gerade gross. Oh, leck. Ja. Von vorne, vielleicht kann man es von vorne besser filmen. So, jetzt komme ich mittlerweile das sechste Mal durch den hohen Schluff durch. Mit so guten Filmszenen drüllen. Hoffentlich wird sie etwas. Ah, Scheiße. So, wir sind jetzt hier in einer mächtigen Halle. Es hat verschiedene Wege, wobei der, wo wir gekommen sind, gerade am wenigsten markante ist. Ah, oh, der sieht gut aus. Eine rote Markierung, aber ich empfehle immerhin allen, ein Höhlenwegweiser zu legen. So, das beruhigt ungemein. So, der erste Abzweiger, den wir gehen, führt in einer Spalte steil nach oben. Und es wird dann auch ziemlich eng. Da muss ich das wieder prüfen. So, schön die Spaltenform von dem Quergang. Müssen wir mal schauen. Da muss man sich dann ein bisschen bucken und das unten durchnehmen. Es wird da ziemlich eng. Die Spalte läuft da hinten aus und was wir da sehr interessant sehen, sind da die Wurzeln der Bäume. Also sind wir relativ nah bei der Oberfläche. Nehmen wir mal das Höhlenfeeling auf uns wirken. Der Mecker schnurrt wieder die ganze Zeit. Schauen wir uns noch mal in dem kleinen Raum, wo wir reingekommen sind. Dort vorne ist der Wegweiser. Wir gehen jetzt geradeaus weiter. Mal schauen, was wir da noch finden. Mal einen kleinen Abzweiger. Eher eng und wahrscheinlich läuft er auch aus. Also nicht nur wahrscheinlich, er läuft auch aus. Wir gehen hier weiter im Hauptgang. Da vorne haben wir eine riesige Versturzplatte. So, einmal mehr befinden wir uns hier im Wurmmodus. Über diese glitschige Platte rein. Jetzt bin ich ins Wasser rein. Und die Bürgerin hat sich gelohnt. Wir kommen hier in einen riesigen Raum. Der schönste Teil von dieser Höhle. Es hat noch so kleine Tropfsteine. Gehen wir mal schauen. So, da sehen wir schön die gewaltigen Dimensionen. Also man kann stehen, aufrecht stehen. Juhu! Ha! Man sieht hier gut, der Sinterschmuck ist teilweise abgeschlagen worden. Aber es ist trotzdem noch sehr viel erhalten von dieser wunderschönen Höhle. Schauen wir mal den Himmel an. Ein Traum, he? Also mit diesem Blick ist zwar eine kleine Scheisshöhle, wo jeder rein kann, aber sie bietet sehr viel. So, da hinten sieht es schon langsam nach Endstation aus. Ja, da ist fertig. Da geht es noch ein bisschen weiter. Es ist wieder ein Gekriechen. So, wir sind wieder an den Höhlenbach gekommen, den wir hier vorne gesehen haben. Wir sind da immer noch in dieser Höhle. Da mag ich mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich da mal war. Ah, schau mal. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich das hinterste hinten. Da hat es wieder so einen verdammten Geocache. Ah. Ich hasse das. Ja, man steht da wirklich fasziniert von dieser wunderschönen, natürlichen Kathedrale. Halleluja. Schön ist noch mal der Sinterhimmel von hinten gesehen. Jetzt gehen wir dann raus. Draußen wird es wieder ein bisschen enger. Aber
Rapunzel war 11, als sie das erste Mal in dieser Höhle war. Dazumal haben wir Bobarbeiter oder Velohelm und eine Militärtaschenlampe gehabt. Wenn wir rausgekommen sind, haben wir ausgesehen wie Schwein. Heute bin ich voll professionell ausgerüstet. Eigentlich overdressed für die Höhle. Wir kommen jetzt von dem Seitengang raus, wieder in die grosse Hurenhalle. Und jetzt kann ich euch das einmal verdeutlichen, was ich vorhin gemeint habe. Du kommst hier rein, du schaust um, du siehst den Gang, du siehst dann Versturz. Der Gang ist nur relativ klein, aber wir haben ihn markiert. Da hat es nochmal einen Seitengang. Ich weiss, wo der andere geht, der führt parallel zum anderen. Gehen wir doch einmal schauen. Der letzte Seitengang, wo wir hinterher gehen. Wir werden zwischendrin immer wieder in Zugang stoßen. So, jetzt also da der letzte, finale Gang. Ich empfehle allen, den Knieschoner anzulegen. So, jetzt achte und das letzte Mal durch den engen Schlupf. Das ist das Leben eines erfolglosen YouTubers. Wirklich zum geile Szene machen, zwängt er sich dort achtmal durch so eine hohe Engstelle. Völlig unnötig, sinnlos. Kein Rappen kommt rein. Ah, jetzt rühre ich in den Battle an. Also ich sehe jetzt, da hat es gerade einen Alternativbahn für solche, die sich quer durch eine Felsspalte durchquetschen. Da sollte man dann eigentlich in den Gang kommen, wo ich vorhin war. Bin. Sollte man, das weiss, das wissen wir nicht. Der Bach und man sieht schon Tageslicht. Wir sind langsam draußen. Es ist sehr eine lohnenswerte Höhle. Also ich bin schon in traurigeren Löchern mit grösserem Namen gewesen. Ich empfehle da mindestens einen Helm und Knieschoner, sonst hast du dann am Abend kein Knie mehr. So, jetzt noch runter. Das glaubst du jetzt nicht, ich stehe jetzt in der Eingangshalle und merke, dass ich meinen Rucksack noch oben vergessen habe. So, da Liter, man sollte halt keine Steigrauszüge in eine steigraue Höhle nehmen. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Relativ dreckig, aber das ist so der Grundzustand in einer Höhle. Ich bin da schon viermal in Arbeitskleider rein gewesen. Ist dann einfach dreckig wie eine Sau, aber Knieschoner würde ich jedem empfehlen. Und vor allem hier ohne Helm in einer Höhle. Das ist schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ha!